Die Sphäre translatiert ins Eckige. Stimmung wie im Stadion, das erhoffe ich mir heute von der Erstsemesterbegrüßung hier zum Wintersemesterstart 2015-2016 in Paderborn. Warum? Weil der Hörsaal dieses Jahr ein bisschen größer ist. Hallo, willkommen im Stadion. Wie geht's dir? Hervorragend! Was erwartest du von diesem Mega-Event hier in diesem Mega-Stadion in der zweiten Liga? Also, dass wir halt von dem Präsidenten eine Rede bekommen. Ja, und sonst nicht viel. Kommt noch mehr? Ich denke mal schon, weil es kommen ja alle Erstis der Uni. Okay, das sind diesmal 2.500 sind es diesmal. Kommen wir nicht alle, oder? Viele von uns sind auch schon gegangen, weil denen zu kalt war. Okay, also merke fürs nächste Jahr, ne? Sommer, nicht Winter. Ich komme von der FH Bielefeld und fange jetzt hier mit dem Master an und heute ist hier Begrüßung. Das erste Mal, dass ich hier bin, es ist klein im Vergleich zu anderen Stadien, wo ich war. Sonst süß, aber es ist gemütlich. Ein herzlicher Willkommensgruß an den Erstsemestern hier bei uns in der Benteler Arena. Sie müssen wissen, Sie befinden sich an einem ganz besonderen Ort. Das ist das kleinste und schönste Bundesliga-Stadion Deutschlands. Herzlich willkommen. Also hätte ich nicht erwartet, dass es im Stadion stattfindet. Es war ein bisschen kalt, aber man konnte es aushalten. Okay, nächstes Mal mit Glühwein? Ja, auf jeden Fall. Ja. Paderborn ist? Erstklassig. Warum Erstsemesterbegrüßung heute hier? Wir wollen das ja weiterführen, als Tradition vielleicht irgendwann mal, die Möglichkeit zum Kennenlernen auch über die Fachgrenzen hinaus zu bieten, das Ganze ein bisschen als Event zu gestalten, nicht so trocken, einen Vortrag nach dem anderen. Wie war die Stimmung? Ich glaube gut, also ich bin positiv angetan, bin auch sehr angetan von der Anzahl der Leute. Bei dem Wetter heute Morgen habe ich ja befürchtet, dass es sich deutlich reduzieren wird. Wir sind mit der Erwartung mit Freibier hingegangen, aber es war richtig amüsant. So. Nur ein bisschen kalt, aber sonst war alles gut. Kalt? Ja, ein bisschen kalt, ne? Ja, war gut. Nur ein bisschen kalt halt, ne? Ja, war gut. Gibt Bratwurst und Bier. Paderborn ist? Top. Nochmal, Paderborn ist? Erstklassig. Die Studierendenschaft ist? Erstklassig. Ich fand's top. Also das hätte ich mir gewünscht, habe ich ja eben schon gesagt, bei meinem Start ins Studium alle mal zu treffen jetzt hier mit Würstchen und Bier. Das hat, glaube ich, genau das bewirkt, was es sollte. Die haben sich kennengelernt, ein großes Gruppengefühl entwickelt und die Stimmung war top. Wie fandest du es heute? Kalt. Kalt? Die Reden waren auf jeden Fall kurzweiliger als die letzten Male, als das Ganze noch im Audimax stattfand. Ich fand super, ne, im Stadion des Heimatvereins. Die Uni Paderborn ist? Erstklassig. Super, das ist die richtige Antwort. Wie war die Stimmung heute? Erstklassig. Also ich muss sagen, es ist eine tolle Idee. Ich kann dem Präsidenten Professor Schäfer nur gratulieren und dem gesamten Präsidium, denn ich glaube, das ist einfach was für junge Leute. Wiederholen würde ich das auf jeden Fall, aber ich würde noch ein paar Sachen versuchen, anders zu machen. Kalt. Also ich meine nur, also vorhin war eine Riesenschlange da an den Pizzaständen und so, das fand ich ein bisschen blöd, aber sonst. Okay, also das Problem ist Pizza. Pizza, das ist das Problem. Okay, wir halten fest, Pizza. Aber Pizza, sie war lecker, Pizza. Sie war wirklich sehr lecker. Pizza, Pizza. Pizza, Pizza. Danke. Cooler als im Hörsaal, war unterhaltsam. Vor allem der Stadionsprecher. War schon lustig. Ja. Aber ich glaube, gäbe es ja kein Fly, wir wären auch weniger Leute gekommen. Das ist definitiv Argument, aber das ist ja super, dass der Präsident gerade für Bier einlädt. Also ja. Da kann man ja nichts gegen sagen. Also, die Uni Paderborn ist? Perfekt. Ich fand die Stimmung gut. Ich glaube, weil es eine lockere Veranstaltung war und nicht so eine knöcherige Veranstaltung, wie viele erwarten würden. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich würde mich freuen, wenn wir das jedes Jahr hier machen und das ein bisschen wärmer wäre. Super, das nehmen wir an, die Einladung. Bis zum nächsten Jahr. Ja. Okay, stell noch mal das iPad scharf. Das ist eine verdammte Pappe. Quatsch, ich habe mich doch nicht verarschen lassen. Das ist frisch aus dem Apple Store, das ist ein neues iPad. Nein, das ist eine Pappe. Moment, das geht nicht. Ja, gleich, warte eine Sekunde. Ja, guck mal. Das ist ein iPad. Habe ich doch gesagt.